Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, wir haben das große Ding durchgezogen. Jetzt müsste aber irgendwann auch die Beweisung kommen für die Kohle. Ja, eigentlich hätten wir noch eine Mission. Die große Mission Franklin. Allerdings hätten wir noch eine Mission. Die Frage ist, wollen wir die große Mission machen? Die wird nämlich lang gehen. Eventuell machen wir sie. Ah, ich überlege gerade, ob ich nicht einfach nur eine kleine Mission mache und die große Mission in mehrere Teile splitte. Weil so ewig wollte ich heute auch nicht mehr aufnehmen. Komm, wir machen noch eine Barry-Mission. Weil es cool ist. Ah, wir machen noch eine Barry-Mission mit unserem Freund Franklin und dann machen wir Feierabend für heute. Also für die Aufnahme. Weil, ja, die große Mission, ich weiß, welche das ist. Das ist halt eigentlich tatsächlich die letzte Story-Mission. Es ist eigentlich die allerletzte Story-Mission tatsächlich. Aber wie gesagt, ich möchte sie eigentlich sehr ungern jetzt auch schon jetzt anfangen. Und dann mittleren Teil des Bits. Weil ich wollte eigentlich nur noch diese eine Folge hier machen. Und dann quasi Feier machen. Das heißt, in der nächsten Aufnahme soll ich hingehen, die große Mission dran. Und die wird nämlich heute Abend viel werden. Weil ich eigentlich euch gerne alle drei jetzt Enden zeigen möchte. Im GTA. Und nicht nur die. Gut. Dann machen wir heute die Nebenmission hier mit Barry. Ja, ich halte euch noch ein bisschen. Spart euch noch ein bisschen auf die Folter. Domi werden wir nicht machen, weil ich habe da irgendwie keine Lust auf diese Quatschungsspiele. Der geht mir nämlich allgemein ein bisschen auf den Piss, deswegen werde ich so die einzige, würde ich die nicht machen. Aber ich arbeite jetzt zumindest erstmal die grünen Nebenmissionen ab. Also wie gesagt, die muss ich auch noch machen. Auch die mit Trevor scheinbar noch. Also wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen was tun. Also alles noch so ein bisschen. Moment. Sag mal. Moment. Du gerade. Okay, wir haben eine Nebenmission. Wir haben keine Nachricht bekommen. Keine Ahnung warum. Mal das jetzt gerade war. Maybe I'm gonna find a Kogari diamond ring on the street today. You never know what the day brings. Whatever. What? Who said that? Where you at, Mr. Revolutionary? What? The Smoke Inn. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh shit. I'll be right there. I didn't forget I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. This motherfucker. Flaky motherfucker, I should have known. Die Frage ist, was passiert jetzt? Mission darauf. Aber die ist woanders, ne? Die ist weiter oben. Oder? Ja, die ist da hinten. Ach Gott. Okay, ich hatte eigentlich jetzt gedacht, wir kriegen noch eine schöne Mission. Gut, dann machen wir was anderes. Dann machen wir jetzt, gehen wir ein bisschen Promis knötzen. Dann arbeiten wir und machen wir halt die Promi-Fotos. Ist dann einfach mal so. Hey yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them! See if you can snag a shot of her getting busted! Cool. Folge Poppy. Okay. Ich brauch mal... Papa war zu der Absturz. Ich brauch ein Auto. Ja, leck mich doch am Arsch, weil ich die Karre... Weil ich die Karre holen musste, oder was? Na gut, dann probieren wir es nochmal. Hey,
Hey, yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently, she's wasted. Get after them. See if you can snag a shot of her getting busted. I guess that's her. So. Die müssen wir verfolgen. Was hat denn die genau? So ein Pink BMW oder was das hat? Und wir müssen mit dieser lahmen Krücke daher. Bentley-Verschnitt fertig, okay. Oh, der hat's mal eben kurz zerlegt. Wenn das nicht einfach mal ein Bug war, sondern einfach nur... Naja, gucken wir mal. Wir bleiben jetzt schön dran an der. Man, how the fuck I get myself into this? Das frage ich mich auch jedes Mal bei meinen vielen Missionen. Und ich denke, warum? Wow. Ist, wie lange braucht. Die Kamera. Beverly. So. So, ich mal für die Mühle verderben. That photo. What can I say? A-grade journalism. Our little sex tape sent Sloppy Poppy in a full-blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. So, dann haben wir Teil 1 erledigt. Der letzte Teil ist der hier, ne? Dann machen wir den noch, komm. Das ging schnell. Achso, der hat sie. Der holt sich das jetzt wieder selber, okay. Oh, you're the man, buddy. Oh, it's cool, man. My repo instincts kicked in. So. Dann hat sich das auch erledigt.
what up, my brother? Check this shit out. You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it she likes to blaze one for Queen and Country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man. This one I got. I'll hit you when it's done. So, dann müssen wir wieder mit Beverlys Kontaktperson uns treffen. Also, das geht heute, das wird eine etwas kürzere Mission werden. Das ist aber normal. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der Typ ist. Der müsste hier sein. Der Typ hier, oder was? You Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. I have Sticky Cowboy, Mindless Passion, Purple Plunder, Endless Panic, whatever you want. Ah, this is your plan. I'll take it all. Hey, yes, sir. You gotta talk about something. I am on holiday. I mean, apart from a few photo shoots with orphans and cripples. You gotta be more careful about what you say out there. They really are the same, the whole world round, you know? Okay, give me a second. So, like, back in England, my help would, like, totally do this for me. But they're, like, super scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail, yeah? So, like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant. So they should just, like, do what I say. Even if it's, like, lick my shoe or buy me drugs or, like, perform a sex act on my dog. You know, the taxpayers should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could, like, chop people's heads off and stuff, and that was so much better. I mean, the queen is like my granny. You know, it takes hundreds of years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. Oh, laber nicht. Like, cherished and stuff. Okay, here you go. This should chill you the fuck out. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the pan. Oh, thank you, fantastic. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. What is it? Aha. Incredible, dude! That photo is solid gold! This is bigger than climate change! Imagine the headlines! All those highness puns! I am gonna be rich! Don't you mean we? Oh, yeah. Mi casa, tu casa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print! So. Dann haben wir das auch geschafft. Die Paparazzi haben wir noch abgearbeitet. Haben wir noch irgendwie was zum Abarbeiten oder sind wir jetzt soweit mit der Mission von Barry durch? Ja, dann sind wir soweit durch. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht machen wir dann das letzte große Ding nochmal mit Franklin. Dann sind wir wahrscheinlich auch demnächst durch mit dem Let's Play hier und dann geht es demnächst weiter mit GTA 3. Gewitter draußen. Na gut, bis dahin und tschüss.